gar nicht sofort, wirklich. Vielen Dank. Wir übergeben jetzt kurz, er wollte gerne alleine die Bühne für sich haben. Das sind diese großen Künstler, die dann aber doch eine gewisse Narzissmen niedrig kriegen. Das war immer vorsichtig. Einer geht ja ab. Jetzt habe ich wollte nicht weh mit den Stativ. Im Wald war es ja so, der Stummlos, jetzt gibt es ihn doch schon 15 Jahre. Und das sind ja ältere Herrschaften. Und die haben gesagt... Na, wer war in der Therme gestern? Es war... Na, vielen Dank für dieses Überraschungsgeschenk. Ich hab's wirklich nicht gewusst. Na, ehrlich, ich bin da nervös auf den Tag gekommen. Da habe ich eh noch Zeit, bis die weg sind. Aber dann, mit so einem Intro, hallo. Ja, morgen kann man das schon genießen. Nicht? Heute ist noch nervös. Ich möchte Sie von meiner Seite sehr herzlich begrüßen hier am Kranachberg in Gamlitz. Ja. Es ist für mich, wie sagt man? Der Labitschberg ist es natürlich. Das ist immer so ein Test am Anfang, schauen wer noch ist dabei. Und wer ist noch dabei. Labitschberg ist es natürlich. Ich bin jetzt auch schon das fünfte oder sechste Mal da, ja. Und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich so mit echten Musikern dann zusammenspielen darf. Ich bin ja dann doch mehr der Musikant. Und möchte aber, weil wir ja heute in der Steiermark sind, ja, weil wir erleben, na geh, okay, ja, aber richtig, gell. Wir erleben ja gerade sehr, sehr aufregende Zeiten, auch politisch, ja. Und man merkt, dass halt Flucht nach wie vor ein sehr, sehr großes Thema ist. Ja. Jetzt wird Klima ein großes Thema, irgendwann die Flucht vor dem Klima. Also es wird uns nicht loslassen. Mich interessiert aber diese Kehrseite der Medaille, ja, weil man muss ja sagen, es gibt ja durchaus auch Österreicher und Österreicherinnen, die ins Ausland fliehen, um ein besseres Leben zu haben. Tatsächlich. Ich weiß, es wird oft verschwingen, liebe Freunde. Aber... ja... Nicht zu früh freuen, gell? Der Strache ist wie ein Nussbaum, das wächst immer noch. Da kannst Nägel reinhauen, was du willst. Irgendwo kommt der Ost aus und sei es ein weiblicher. Und ich habe da recherchiert, ja, in dieser Thematik, und diese Recherchen haben mich wirklich sehr überrascht, weil diese Österreicher und Österreicherinnen, die sich dazu entschließen, ins Ausland zu fliehen, ein großer Prozentsatz davon flüchtet nach Griechenland. Ganz, wirklich, kannst du mir? Und ich möchte Ihnen jetzt von so einem... Warte, bin ich da mit der Gitarre? Chris? Bin ich da? Ja. Was? Achso, ich muss auch aufhören, ja. Jetzt bin ich da, ja, genau. Ich möchte Ihnen jetzt von so einem traurigen österreichischen Schicksal berichten, und zwar, das, was ihr jetzt kennt, das ist ein Serdake. Kennst du den Serdake, gell? Kennst du auch, gell? Das ist aber, weil wir da sind, ist ein steirischer Serdake, gell? Das ist, muss ich sagen, das ist auch der einzige steirische Serdake, wo gibt, das sage ich auch gleich. Aber da, ich fahre da so rein mit der Presse, dass die Boxen zerreißt, das ist mir gut. Aber da ist alles drin, da habe ich ein Ding drin, ein Rap, habe ich auch drin, ein Rap. Musst machen, heutzutage, was der, für die Crash-Kids, für die Neuinste, da musst was, ja. Und dieser Sedake da, der erzählt halt von dieser wirklich sehr berührenden, von der berührenden österreichischen Flucht. Wenn es mitgleich, komm ich raus, sag ich dir gleich, gell? Da musst wirklich am Text her jetzt, gell? Ja. Weil das wird schneller. Ja. Du, das geht sich mit 20 Minuten nie aus. Das habe ich noch mal angefangen, hast du gemerkt. Ja. Feld. Feld. Ich wohne in Fürstenfeld. Und hab Geld. Muss weg aus Fürstenfeld. In die Welt. Weil in Fürstenfeld a jeder Bird. A den ist schön, sowas hast du überhaupt noch gar nichts gesehen. So schön, a den, irgendwann bleib ich dann tot. Und dann, noch geht's mir wieder gut, noch geht's mir wieder gut. Und dann hab ich die super Idee gehabt.
Ich mach da ein Restaurant auf die Taverne Fürstenfeld und ich koch nur mehr für die Griechen, weil mir Fürstenfeld ja überhaupt schon gar nicht gefällt. Bei mir die Büros und dann spitzt ein Rezina und ich geb Maggi ins Tzatziki, schlag auf was aufs Baklava, ja da werden Tschech und die Athener, wird der Österreicher kocht und in der ganzen Stadt wird klar sein, wer's beste Moussaka macht und draußen vorm Lokal die Schlangen, dass die Leute ummacht, weil wir am Freitag, Samstag, Ruhetag nie mehr Deppersteins und lieg im Schatten vom Olivenbaum, weil alle da haben zu wieder sein. Nur Frale! Danke! Danke! Aber wie gesagt, es wird noch schneller, gell? Ich mach da ein Restaurant auf die Taverne Fürstenfeld und ich koch nur mehr für die Griechen, weil mir Fürstenfeld nicht viel zu flacke Knädel und der Red Bull Rezina und ich geb Maggi ins Tzatziki Uso in den Uhudler, das sag ich da, ja, da werden schon schon die Athener, wie der Österreicher kocht und in der ganzen Stadt wird klar sein, wer's beste Moussaka macht. Draußen vorm Lokal die Schlange, wer soll nicht bei mir fressen, oder am Freitag, Samstag, Ruhetag. Nur mit Deppersteig ruhig im Schatten vom Olivenbaum, wenn alle daheim zu wieder sind, ein Bottle Rotwein in der Recht und die Füße im weißen Sand und links ein wunderschöne Griech im Bruder mit ihr umeinander. Ruder, nein, Ruder, Ruder, du, nein, hör auf, das ist mir ausgekommen. Das tut mir leid. Das war, reden wir nicht mehr drüber, gell? In der Emotion ausgerutscht. Ruder mit dir umeinander und weit und breit, kein Schnee mehr, schweit und breit, kein Alltag, scheiß Brudel, mir ist Zucker, süße Leim in Griechenland, die Alte gibt die das. Ich lebe in der großen Welt und pfeife komplett auf Fürstenfeld. Ja, aber leider ist anders gekommen. Allein, because allein und Ghost, da gibt's keinen. Allein, so allein, Mutter soll allein, keiner sieht wie wann. So, jetzt halt dich an, jetzt kommt der Reptil. Der Jorgas schaut bei mir vorbei und lädt ihn auf ein Uso ein. Seit der Krise Hockenstadt und irgendwie tut er mir leid. Ich mache schon zwei Musaka, ein Kernöl mag der Jorgas auch, weil er täglich dreimal frisst, ich lade ihn, wo er Kölner ist. Im Tourismus ist er dort und dann ist mir das eingefallen. Jetzt ist klar, warum keiner zu mir essen kommt. Das sind alle in Österreich, bist du zu bunt. In Salzburg, Villach, Götze, Siegerts, Kirchen, Radlbrunn. In Admons, Afflens, Altach, Eigen, Baden und darum. Und ganz sicher, Hackeln, Aschefön, Graz, in Sinabelkirchen. Nur den Instinaz, da gibt's kein Griechisch, in Aschefön, es gibt kein Griechisch, Buna, wieso kein Griechisch. Ob ein Hirnhof, Kornfühl, und natürlich Retz. In Schlitz, Spitz, Stungels, Kanut und Mütz. In Fucking, Bucking, Dexing und Maria Lankowitz. In Feistig, Fattis, Gammes, Glocknitz und der Donnerbitz. Warte, ist noch nicht aus, warte! Na, jetzt kommt noch der Epilog. Auf die Scheiße, Flacki, Kacki, ich brauch jedes Mal an Racki, jetzt der Sticki im Zizicki und die ganze Zeit da biege ich bei, putzen kommt mir keiner, ich zerschmeiß im Köller Döller und die Auslagschein mit Stanner zündet das Öllern von die Fritten und bei brennt die ganze Hitten, ihr da schon genug erlitten, mit der Hitten voll Schlitten, ich möchte euch nur um was bitten, weil ich muss mir da jetzt schleichen, vielleicht kennt man wer was leichen, 15.000 müsst nur reichen, um mein Steuerschritt begleichen, damit ich Brandermittler schmieren kann, meine Versicherung kassieren und dann packt mir der das Geld für die Fahrt nach Fürstenfeld. Ich brauch nur das bisschen Geld für die Fahrt nach Fürstenfeld.